Und da wären wir wieder. Kurz vorm Ende, ein, zwei Zauber brauchen wir noch oder ein, zwei, drei Zauber hätte ich gerne noch, weil es sonst vielleicht doch ein bisschen knackig werden könnte. Ich habe jetzt ein bisschen rumgetestet mit diesen Zaubern. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie alle funktionieren. Ich habe jetzt ein paar Zehner-Zauber rausgesucht. Ich meine, natürlich könnte ich sie einfach googeln. Aber es ist irgendwie lustiger, wenn ich so ein bisschen rumrate. Also, es gibt ein paar verschiedene, die ich jetzt rausge. Einige davon haben mir nicht so toll gefallen. Also, was immer geht, ist zum Beispiel zack, 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 zack. Also einfach alles von der gleichen Sorte. Das geht immer. Da kommt bei nur Schatten, Runen auch ein ganz guter Zauber raus. Dieser Schatten des Nichts, glaube ich, war das. Aber ich suche ein paar andere Zauber. Und zwar suche ich, glaube ich. Jetzt habe ich ein bisschen rumgetestet. Was habe ich? Drei Licht. Sowas, glaube ich. Ja, genau, drei Licht, drei. Es ist einer, den ich den ich gesehen habe, der nicht schlecht ist. Der ist nicht schlecht. Das ist dieser Komet, glaube ich. Genau, ja, das ist, glaube ich, der stärkste Einzelzielzauber. Den könnte ich brauchen. Ich habe jetzt leider nicht mehr genug Runen, glaube ich, oder? Doch, ich hätte sogar genug Runen, um den nochmal zu machen. Aber was ich auch haben will, ist das. Nicht genügend Seelen. Okay, mir fehlt eine Seele. Also das ist der, den ich auch noch gerne hätte, weil das ist, glaube ich, die Aura des Geschicks. Es ist 2 und jetzt ist die Frage, wer kriegt den Kometen? Also ich meine, es kann natürlich sein, dass Wallner am Schluss möglicherweise vielleicht alleine dasteht. Und dann sollte der natürlich die stärksten Zauber haben. Die Sache ist, dass Wallner jetzt halt schon den Strahl der Götter hat. Der ist jetzt nicht schlecht. Also er hätte zumindest schon mal einen Einzelzielzauber. Elaine zum Beispiel hat keinen. Und Asuka hat zumindest den Tornado. Wobei die halt hoffnungslos veraltet sind, diese Zauber. Also die sind halt wirklich hoffnungslos veraltet. Wir gucken mal schnell. Wir holen uns jetzt erstmal noch die Aura des Geschicks ran, weil die will ich auf jeden Fall haben. Ich warte mal, bis ich diese Zauber lerne, was ich wirklich am Schluss habe. Also was ich wirklich haben will, ist die hier. So, das ist nämlich die Aura des Geschicks. Die will ich haben, weil sie einfach cool ist. 200 Geschick, glaube ich, für alle, das ist ganz cool. So. Jetzt habe ich, wie viele Seelen habe ich denn noch? Ich habe ganze 4 Seelen. Damit komme ich natürlich extrem weit. Wir können mal schnell die Seelensteine ploppen. So habe ich es in Dark Souls immer genannt. Da hatte man ja auch irgendwie solche Seelendinger da und wenn man die geploppt hat, dann hat man halt Seelen gekriegt oder so. So, das wird mich aber jetzt nicht zu einem neuen Zauber bringen. Ich habe jetzt 24 und jetzt habe ich 39. Das reicht natürlich immer noch nicht für einen Zauber. Was ich auf jeden Fall lernen kann, ist schon mal die Aura des Geschicks. So, die Aura des Geschicks ist nämlich schon mal überhaupt nicht übel. Ich würde sagen, ich muss hier theoretisch auch noch ganz, ganz viele Seelen holen, um ich muss hier noch ganz, ganz viele Seelen holen, um die. Glaubt ihr, ich komme auf das, was ich sagen wollte? Um die Skills zu lernen. Ich muss ja noch die Skills lernen, weil ich habe ja noch. Ich habe ja noch Geschick, was ich brauche. Oder was ich gern lernen würde an dieser Lernmaschine. Und halt Magie, Schaden und Abwehr und halt so diese ganzen kampfbasierten Sachen. Die habe ich jetzt teilweise nur auf Level 2. Da kostet ein Skill 60 Seelen, aber das ist halt so der Ort. Ich meine, ich war früher immer in der Kanalisation, da sind die Laufwege. Zack, da sind die Laufwege aber ein Ticken länger als hier. Und hier kann ich halt einfach, wenn ich hier, dann respawnen die immer und so kann ich mich ständig hier um die kümmern. Also wenn du da mal herkommen würdest. Weil das sind 7 Seelen in was, 20 Sekunden? Also was ich jetzt mir zumindest mal hole, ich überlege jetzt mal, ist entweder der Zauber direkt oder. Oder den Skill an der Maschine. Ich meine, das ist beides wichtig.
Aber ich muss mal gucken, dass zumindest jedes Gruppenmitglied sagt, dass jedes Gruppenmitglied einen starken Einzelziel zaubert. Mit Wallner bin ich jetzt erstmal zufrieden. Der Strahl der Götter, wie gesagt, es geht natürlich besser. Aber der Strahl der Götter sei jetzt mal für ihn erstmal in Ordnung. Der Komet ist dann vielleicht für Elaine und dann kriegt Aska vielleicht noch den Schatten des Nichts. Wobei Schattenzauber sind halt so eine Sache, weil es ist in Vampire's Dawn gefühlt immer so und in vielen anderen Spielen auch, dass Schatten einfach so das Element des Bösen ist und viele Endbosse haben so Schatten als Element, oder? Also ich weiß nicht, wann hat man schon mal einen Endgegner vom Typ Eis oder vom Typ Erde oder vom Typ Feuer? Du hast doch immer als Endboss hast du doch immer Schatten als Element oder Nichts oder Geist oder Psycho, irgend sowas Besonderes. Deswegen sind Schattenzauber immer so eine Sache. Nichtsdestoweniger wäre der Zauber. Vielleicht überlege ich mir für Aska auch noch den Kometen zu holen. Weil der Komet, wenn ich mich jetzt noch erinnern kann, ich glaube 3 Schatten, 3 Licht, 1 Eis und 3 Feuer. Ich habe es jetzt schon wieder vergessen. Ich habe vorhin ein bisschen rumprobiert, um die Zauber so ein bisschen mir zu merken, aber ich kann es mir einfach nicht merken. Das ist halt jetzt so mein Ort für Seelen. Also ich meine, hier laufe ich immer so ein bisschen rauf und runter. Ich glaube, ich habe jetzt genug Seelen, um mir jetzt irgendwas zu kaufen. Und das ist jetzt... Ich meine, Elaine, was ist denn mit Elaine? Soll die nicht... Braucht Elaine wirklich den Kometen? Ich meine, jetzt ist alles nur noch eine Frage, wie lange ich halt farm. Desto mehr Seelen ich mir jetzt hole, desto mehr Zauber und Skills kann ich mir kaufen. Aber braucht Elaine wirklich den Kometen? Sie könnte sich die ganze Zeit darum kümmern, sie muss erst die Aura des Geschicks machen, dann kann sie, ich werde sowieso immer eine Heilerin brauchen. Sie macht erst die Aura des Geschicks, dann soll sie sich um Säure kümmern, dann hat sie, glaube ich, auch diesen kleinen Intelligenz-Buff, oder war das Aska? Ja, er hat große Klugheit. Sie auch, okay, dann war es eine Rune. Also sie ist dann so meine Bufferin und Heilerin, ich brauche jemanden, der die ganze Zeit irgendwelche Heilgegenstände wirft, ich würde mal sagen, das macht dann nicht. Das heißt, ich werde Aska den Kometen geben. Und ich hoffe wirklich, dass Wallner am Schluss nicht allein dasteht. Sonst wird es interessant. Okay, das sollten jetzt genug Seelen sein. So, das sollten jetzt genug sein. Dann gehen wir mal ins Schloss zurück. Und lernen mal einen Skill. Und dann gehen wir mal Richtung Platz der Tafel. Wir haben sowieso alles andere erledigt. So, wie viele Seelen habe ich denn? Reicht es? Wir haben 87, das reicht. So. Das soll genügen. Wir lernen jetzt einen Skill und dann soll es losgehen. Dann checke ich mal von jedem noch das Equipment. Wir gehen jetzt auch mal zu den normalen Händlern und kaufen bei denen oder schauen mal, was die so haben. Aber was haben wir denn hier? Blutnektar. So, wir geben jetzt mal Geld aus. So, für 40 Seelenpunkte einen Seelen, einen Umwandler. Nein. Danke nochmals für eure Rettung. So, du bist ganz wichtig, glaube ich. Ich habe nicht nur Bluttränke, hier seht man. So, er hat nämlich auch das Heilpulver. Alle Partymitglieder für 1500, das ist natürlich unglaublich teuer. Aber ich werde es brauchen. So, schwach und blind auf alle, das klappt sowieso, das kann mal weg. Sehr gut und regelmäßig, das behalte ich mir mal. Schutzring plus 5 Verteidigung brauche ich nicht mehr. Jetzt muss ich mich mal um das Endgame-Zeug kümmern. Ach, die Steine könnte ich noch abgeben. Ach ja, die Steine könnte ich und sollte ich noch abgeben. Eine übrige Vampir... Ja, stimmt, wir haben ja eine verbesserte. Dann kann die weg.
Schutz vor negativen Zuständen von mir aus. Fast hätte ich die Verdammnisklinge fertig gekriegt. Die ist jetzt schon ziemlich gut. Sonnenschutzmäntel brauche ich eigentlich auch keine mehr. Oh Gott, 110.600 Filar für 14 mal Heilpulver. Oh Gott. Autsch. Ja, aber das Zeug werde ich brauchen. Also Heilpulver sind gut, die werde ich brauchen. So, dann haben wir uns darum gekümmert. Dann kaufen wir uns mal einen Skillpunkt. Ich muss die Schreine noch besuchen. Ich brauche das Buffzeug brauche ich jetzt. Wenn ich jetzt wandern. So, wir kaufen uns mal noch. Mein Gott, ich habe von diesem Zeug ja noch gar nichts gelernt. Und diesen ganzen kampfbasierten Sachen. Oh Mann, ey. Die Intelligenz der Gruppe, das ist auch so unglaublich wichtig. Die Verteidigung der Gruppe, ja, das geht. Geschick der Gruppe ist gut. Desto häufiger sie ziehen dürfen, desto mehr Schaden. Okay, es hilft nichts. Wir gehen noch die Steine abgeben. Übrigens kann ich, glaube ich, mit Geld 47.000... Lass mich mal schnell schauen. Speichern. Diese komische Maschine, die ich da hergeholt habe. Ich habe das erste Mal nur 500 Fehler reingeworfen. Und ich habe hier noch gar nichts reingeschmissen. Mal schnell gucken. Mir fehlt sowieso noch ein Generator. Der Schattengenerator oder so. Mal schauen, ob ich einen schwarzen Stein habe. Sollen wir ein paar Fehler reinwerfen? Ich würde sagen, wir werfen mal 5.000 rein. Erfahrung erhalten. Lebensenergie der gesamten Gruppe um 10 gestiegen. Na, guck doch mal einer an. Das hat sich doch direkt mal gelohnt. So. Hätte ich mehr Geld, würde ich da direkt noch mehr reinwerfen. Aber ich habe absolut keine Ahnung mehr, wo die Schreine waren. Oh Gott, ich habe absolut keine Ahnung mehr. Können wir auch mal ausgeben. Runentafelkomet, ich gebe sie an Aska. So, aber trotzdem wird Walner hier durchgebufft. Was hat das Lebenskrankheitselixier? Was haben wir denn an Steinen? Ja, wir haben sogar 4 schwarze Steine. Jetzt müsste ich halt wissen, wo dieser blöde Schattenschrein war. Oh Gott. Na, ich weiß zumindest noch, wo der Wasserschrein war. Verdammt. Ah ja, an den Erdschrein kann ich mich auch noch erinnern. An den Luftschrein auch. An den Lichtschrein auch. Aber ich weiß nicht mehr, wo der Schattenschrein war. Verdammt, noch eins. Ah, der war wahrscheinlich auf irgendeiner einsamen Insel oder so. Fliegt wahrscheinlich auch gerade dran vorbei, aber ich weiß es nicht mehr. Ja, Schattenschrein ist, glaube ich, Blut für alle. Das ist mal überhaupt nicht schlecht, aber ich kann mich nicht dran erinnern. Das hier ist der Lichtschrein. Dann müssen wir schnell schauen, ob wir noch was haben. Zumindest dachte ich, dass das der Lichtschrein ist. Nee, das ist er nicht, weil sonst würde der Lichtschrein stehen. Okay, dann habe ich mich auch hier getäuscht. Keine Ahnung. So viel zum Thema Lichtschrein. Gott, keine Ahnung. Ach, wisst ihr was? Die Schreine sind nicht so wichtig. Die Schreine sind nicht so wichtig. Wir geben mal hier noch. Was war Wasser nochmal? Wir geben das mal ab. Intelligenz der ganzen Gruppe, das ist gut. Erdschrein ist wahrscheinlich Abwehr oder so. Die kann ich noch abgeben und Luftschrein kann ich noch abgeben. Die anderen weiß ich jetzt nicht mehr. Weißer Stein war, glaube ich, Luft. Den wüsste ich noch. Braun, glaube ich, weiß ich auch noch. Ja, komm, das gehen wir noch schnell ab. Ich glaube nämlich, dass ich das noch brauchen kann. Aber Erdschrein müsste ich auch noch wissen. Also fliegen wir da mal schnell hin. Und dann wird's interessant. Ja, weil der nächste Bosskampf, der will mich, glaube ich.
Aber nichts, was wir nicht schaffen sollten. Ich habe noch ein paar Vampirsteine. Irgendwo das hier müsste es sein. Das müsste ja sein. Müssen wir vorher noch mal Blut voll machen gehen in irgendeiner Stadt oder so? Das ist wahrscheinlich Abwehr, wenn ich raten müsste. Aha, Abwehr der Gruppe. So, das waren meine drei braunen Steine. Nein, geh weg, tu's nicht, tu's nicht! Glaub mir, das willst du nicht, du Viech, das willst du nicht. Aber anscheinend will er es schon. Ganz ungewohnt, dass ich den Werwolf mal kontrollieren kann. Normalerweise gebe ich ihm immer den Mantel des Schmerzes. Nicht den Mantel, sondern die Nadel des Schmerzes, dass er rasend ist, aber... Sei es, wie es wolle, so. Geben wir mal noch die letzten Steine ab. Ach komm! Weg mit den letzten Steinen, jetzt gehen wir da rein. Lass mich mal schnell, wo war denn die... Ach ja, genau, das ist der Platz der Tafel. Wir saugen uns mal schnell mit dem Blut voll und dann geht's los. Wird schon passen, oder? Wird schon passen. Da sind denn alle voll geheilt? Naja. Dun, dun. Jetzt kommt gleich eine ganze Menge Text. Jetzt heißt es gleich zurücklehnen und jetzt kommt gleich eine ganze Menge Text. Eine ganze Menge. Eine ganze Menge. Aber ich freue mich drauf. Das ist nun mal... Ja, das reicht, Walner. Hier geht's gut. Schauen wir mal. Wir haben zwar noch nicht die allerbesten Skills, aber es ist schließlich auch noch nicht der allerletzte Kampf. So, wir speichern ein letztes Mal und betreten den Platz der Tafel. Und hier soll es wohl nun mal endlich soweit sein. Die Musik passt halt auch so perfekt. Sehe ich da richtig? Meine geliebten Bruchstücke, ich gebe euch nie wieder her. Schenkt mir eure Macht. Dann setz sie mal zusammen, mein Lieber. Dann setz sie mal zusammen. Endlich vergessen sind diese jämmerlichen Jahre. Die Macht ist nun mein. Ich habe nichts anderes erwartet. Na, wen haben wir denn da? Meine kleinen Diener. Ja, es überrascht mich gar nicht, dass du abgehauen bist. Warum wieder verlieren? Du hattest sie verloren. Naja, ich will euch nicht dumm sterben lassen. Ich schlachtete den Clan ab. Ein nach dem anderen, ihr Blut spritzte literweise. Sie waren viel zu schwach, um sich zu wehren. Bis eines Tages. Ja, der Platz der Elras, diese elenden Krieger. Schmoren in der Hölle und die Elras ebenfalls. Jetzt kann mich nichts mehr aufhalten. Ich werde sie alle versklaven. Steintafel, gib mir Macht. Ja, wenn du dich da mal nicht täuscht, mein lieber Jinnai. Hm? Moment mal, was ist denn da los? Warum passiert denn da nichts? Ich habe doch alles richtig gemacht. Was? Was er nicht wusste. Was sie zerbricht? Tja. Sieht wohl so aus. Gott, freue ich mich gleich auf die Kampfmusik. Nein! Das kann doch alles nicht wahr sein. Tja, so kurz stand er davor, die Tafel zu benutzen. Aber da haben dir die Elras wohl doch nochmal einen Streich gespielt. War einfach nur gescheitert, das Ende der Welt.
alles veränderte sich. Nur ich hatte etwas vergessen. Seelen hatte ich eigentlich genug gehabt, ich hab's nicht gewusst, genauso wie dieser Wicht hier. Ja, somit hat er die erste Weltenumwandlung herbeigeführt. Na, wen haben wir denn da? Du elender Verräter, ich spucke auf dich. Menschen sind so jämmerlich, da muss ich dir ausnahmsweise mal zustimmen. Aska. Ja, der Knilch hinter mir wollte auch die Steintafel aktivieren. Er hatte weder die Seele noch sonst irgendwas. Ich hatte sie, aber ich habe einen anderen Fehler gemacht. Ich weiß, es war leider zu spät. Ich wusste es damals nicht. Sie muss erst von einem Elras aktiviert werden. Wenn das nicht geschieht, dann passiert überhaupt nichts. Beziehungsweise die Welt wird zerstört. Genial wie einfach. Eine Sicherheitsbarriere. Verhindert jemand anders, dass die Elras... Als die Elras diskommen. Oh oh. Ach, höre ich da jemanden von den Elras sprechen? Jaina! Die Elras, ich wurde anscheinend vermisst. Es ist so gut. Ich wurde anscheinend irgendwie vermisst, ja? Eigentlich heiße ich ja gar nicht Jaina. Wer zur Hölle bist du denn dann? Du siehst es nicht, da bin ich dir wohl voraus, Ustra. Oh, das wird mir jetzt aber doch zu viel. So, du kennst also mein Geheimnis, dann erzähl mir deines. Wer bist du? Wie lange ist dein Sieggürtel die Elras her? Du hast unser Buch verbannt. Und dann unsere Art abgeschlachtet. Ah, Gada. Es wundert mich überhaupt nicht, dich in einem Mädchenkörper zu sehen. Immer Schwäche für solche Menschen. Ja, warum haben sonst alle weiblichen Vampire rote Haare, wenn sie zur Lebzeit schon welche hatten? Wir wollten es so. Vampirismus durch unsere Leidenschaft geprägt. Ihr seid so pervers, ich verfluche euch alle. Schweige gefälligst, sonst töte ich dich sofort. Deine Vernichtung, aber wenn ich mich recht erinnere, habe ich euch damals vernichtet, dann nicht andersrum. Eure kümmerlichen Magier wollten mich einfach aufhalten. Das ist jetzt die echte Geschichte, wir haben sie ja schon 10-mal gehört. Ich ritze die letzten Zeilen hier rein. Damit können wir Ustra endlich aufhalten. Gadar, Gorgoth und Morlon wurden besiegt. Sehr gut. Unsere Zeit ist gekommen. Niemals, ihr elenden Elra. Was? Nein, er hat uns gefunden. Ja, da ist er, Ustra. Ganz recht, ihr Wichte. Wir sehen das ganz anders. Flieht und wir verschonen euch. Sterbt. Lächerliche Elras-Magie. Verdammte Elras. Da fliegen sie die Köpfe, ich werde euch alle aufhalten. Nein! Ihr verdammten Elras, es ist endlich vorbei. Jetzt werde ich die Steintafel selber nutzen. Verdammt nochmal, dieser Kampf hat ganz schön an meinen Kräften gezehrt. Endlich, ich habe so lange gewartet. Jetzt stehe ich meinem Ziel so nahe, die Vernichtung aller Elras. Wenn ich nur noch diesen Spruch entziffern könnte, die und ihre blöde Sprache... Das Buch war irgendwie leichter. Na, was haben wir denn hier? Sol et Maru Debanur. Oh, der peinliche Clan, dieser Haufen von Dummköpfen. Hier, die tapferen Krieger des heiligen Clans. Verdammt, was denn hier passiert? Gerade noch rechtzeitig gekommen. Dutzende von Elras getötet und jetzt kommt ihr daher. Flieht. Nicht zögern, Angriff! Ihr bedauerlichen Wichte. Verflucht noch eins! Angriff! Oh Mann! Jetzt, Dagaleo!
Wie die ganzen armen Elras immer so durch die Gegend geschmissen werden. Stirb, du Kreatur der Hölle. Nein! Als ob Aaron die größte Pfeife von allen Ustra killt. Endlich vorbei, endgültig besiegt. Niemals darf dieser Zauber ausgesprochen werden. Was ist denn los mit euch? Zerstör sie gefälligst. Nein! Elras nicht besiegt, damit können wir es endgültig schaffen. Bist du verrückt? Der Zauber, das weiß er nicht, Agaleo. Du weißt doch nicht mal, was der bewirkt. Du auch nicht, Aaron. Nein, er wird mit Sicherheit die Menschheit vernichten. Das ist Elras Magie. Zerstört die Tafel. Ja, du siehst nicht, welche Möglichkeiten uns das hier gibt. Das könnt ihr doch nicht... Es tut mir leid. Was? Aaron. Verzeih mir, das ist viel wichtiger als dein Leben. Ach, ich werde mich um Asmos kümmern, wie ich mich um dich gekümmert habe. Ja, ja. Muss ich den Sieg des Clans besiegeln? Steintafel gibt mir Macht. Wie hat er überhaupt den Spruch lesen können? Oder vielleicht hat er so ein bisschen mitgehört, was Ustra noch gesagt hat. Du hast die Steintafel benutzt. Ja, wieder genug Seelen, worauf sie ihn zum ersten Mal hier zerbrach. Tja, am Ende warst du dann doch vernichtet. Wäre dieser verfluchte Clan noch nicht aufgetaucht? Dann hätten wir die ganze Situation nicht und ich würde herrschen. Tja, mein lieber Ustra, hätte. Zum zweiten Mal hast du sie wieder zusammenge... Was redest du denn da? Verstehe nicht, wie könnt ihr die Bruchstücke bereits zum zweiten Mal zusammensetzen? Das hätten wir doch gemerkt, wenn ihr sie geklaut hättet. Roah, halt endlich deinen Mund, Mensch. Begreif es, wie es zu unserer Befreiung kommen konnte. Ihr habt versucht, den Spruch zu sprechen, Ustra, oder? Unwissenheit über die Aktivierung, dass er stattdessen die Erde zerschütterte. Buch, das von der Klippe stürzte, wieder an die Oberfläche befördert. Das waren lange, kalte Jahre. Am Grund des Sees. Ja, an den Kampf kann ich mich noch erinnern. Und da ist ja das Buch bis nach unten gefallen. Na, ganz ehrlich, wenn ich Ustra gewesen wäre, ich hätte auch versucht, das Ding zu aktivieren. Ich meine, natürlich hätte ich das versucht. Ja, aber die Elras haben damit gerechnet, dass die Leute das probieren. Tja, und da liegt's am Grund des Sees. Also man sieht's nicht, aber da liegt das Buch. Und eine lange Zeit ist vergangen. Ich glaube, ich bin gerade am Überlegen, aber mich hat's damals in Vampire Stone 2 schon immer so interessiert, hätte nur irgendjemand mal diesen Zauber ausgesprochen. Mich hat immer so unglaublich interessiert, was dieser blöde Zauber denn dann bewirkt hätte. Weiß gar nicht, wann man es erfährt. Ich glaube, man erfährt es noch im Zweier. Ich weiß nicht, ob man es grundsätzlich erfährt oder ob man es in irgendeinem bestimmten Ende nur erfährt. Ich weiß wirklich nicht, welches ich kriege. Ich habe meine Menschlichkeit schon lange nicht mehr überprüft. Ich war ja gerade so circa auf 50, das ist ja gerade so diese Grenze. Und ich habe jetzt ein paar Mal gelogen. Und nicht alle, aber einige Lügen senken die Menschlichkeit. Das heißt, da ist es wieder. Das heißt, einige Quests, die ich abgegeben habe, wo ich gelogen habe, haben meine Menschlichkeit gesenkt. Und einige Quests, die ich abgegeben habe, haben sie halt hier steigen lassen, weil ich halt eine Quest erledigt habe. Die lassen die Menschlichkeit halt auch häufig steigen. Das heißt, ich weiß jetzt nicht, welches Ende ich kriege. Es wird am Schluss wieder dieser Moment sein, wo Valnar dasteht und diesen Kopf schüttelt. Und das ist so ein geiler Moment in diesem Spiel. Und ich werde mich überraschen lassen. Gott, wenn der alleine dasteht. Oh Gott, ich hätte... Oh Mann. Ich brauche unbedingt noch...
Ich bin so froh, dass ich diese Regenerationselixiere noch habe. Es gibt auch Items, die Regeneration grundsätzlich geben, aber davon habe ich keins. Dafür hätte ich mehr Artefakte finden müssen. Das Zauberbuch der Elras, darum geht's die ganze Zeit. Lustra hat schon so viele Sprüche da rausgerissen. Aber selbst heute noch, obwohl die Hälfte fehlt, ist es immer noch so wichtig. Wie lange waren wir da drin gebannt? Wir mussten so lange drauf warten. Eines Tages war es soweit. Elaine hat das Buch zu Vincent gebracht. Ja, dieser Narr sprach dann den Zauber, der Morlon befreit hat. Im Körper von Vincent hat sich Morlon daran gemacht, einen Weg zu suchen, wie wir wieder an Macht kommen. Morlon erfand einen Zauber, mit dem man Vampire erschaffen kann. Ja, die perfekten Wirtskörper. Vincent hat mich doch vom ersten Tag an geliebt. Der Schattengeist in ihm war der Grund dafür, dass er mich dann verflucht hat später. Liebe, was bedeutet das schon? Eher sagen, er hat sich seiner Vorliebe für Mädchen mit roten Haaren hingegeben. Glaub das ruhig, wenn es dir dann besser geht. Ihr seid doch alle wahnsinnig, lasst mich gehen, ich habe nichts mit euch zu schaffen. Ja, nicht direkt, vielleicht interessiert sich, dass ich dein Leben gerettet habe. Das ist dieser Moment hier an der Steintafel, wo alles ineinander kommt. Ich brauche keine Kreatur wie euch. Naja, nachdem ich dieser verdammte Clan getötet hatte, wurde ich zu einem Schattengeist. Das hatte ich nämlich vorher auf mich gezaubert. Das hat sich auch durchaus gelohnt. Wurde ich in dieser Nacht zu einem Schattengeist. Ich musste mich erst an diesen Zustand gewöhnen. Ich habe mir einen neuen Körper gesucht. Ich habe Jinnai getroffen und seinen Körper beseelt. Und dann habe ich den Clan meine Rache spüren lassen. Das sollte mich nicht aufhalten, dass die ihre Steintafel da verteilt haben. Ich habe alle getötet, bis ich alle Steintafelbruchstücke wieder hatte. Um dann den großen Fehler zu begehen, bei dem sie das zweite Mal zerbrach. Voller Frust und Zorn suchte ich nach einer Antwort, was ich falsch gemacht habe. Und die Bruchstücke waren für immer verschollen. Jahrelang habe ich geforscht. Clan vergessen, neue Generation. Diese Weltenumformung wurde langsam zu einer Legende. Vampire und der Kreuzzug, hab alles beobachtet, griff aber nicht ein, bis zu jenem Tag, an dem ich meine Ursache entdeckte. Ein Regen aus Blut, dann wurde mir eines klar, das Buch wurde gefunden. Ich hab mich an dem Zauber erinnert. Das Buch gefunden, dann werden auch die Elras befreit. Ich wusste, die Steintafel hatte eine Art Schutzmechanismus, die nur ein Elras ausschalten konnte. Selber ein Schattengeist war, wusste ich, was Vampire für perfekte Wirtskörper sind. So suchte ich welche, die sich auffällig verhielten, als wären sie von einem Elras beseelt. Während meiner kleinen persönlichen Jagd auf die Vampire kam ich dann nach Thürik. Das glaube ich jetzt wohl nicht. Ja, ich entdeckte da auf einer Lichtung jemanden. Ja, bis Jinnai dann irgendwann Aska gefunden hat. Bin ja weg von meiner Mama. Was haben wir denn da? Noch so ein süßes Ding. Geh weg, boah. Ich kann ihr Blut schon fühlen. Niemals. Du bist köstlich. Was willst du denn machen? Mir die Kehle aufschneiden? Ach, meine Kleine. Komm nur zum Herrn netten Onkel. Ja, nicht mit Nyria, mein Lieber. Was ist denn das? Nicht mit Nyria, stirb. Niemand. Du wirst nie jemanden verletzen, nie wieder. Ja, das wird ein Vampir nicht töten, Nyria. Mama, geht's dir gut? Sag doch was. Ja, ich erinnere mich noch an den Blitz, der damals zufällig den Vampir getötet hat. Schnell, wir müssen hier weg. Schnell, steh auf. Ja, du solltest dich beeilen, Mutter. Schnell, der Kerl. Ja, guck dir am besten noch danach zu, anstatt davon zu laufen. Ist er wirklich tot?
Har, har, har. Na, wen haben wir denn da? Nee, definitiv ist da kein Schattengeist drin. Aha. Ja, der Blitz war wohl doch kein random Blitz vom Gewitter. Glaube ich. Das ist doch... Tja, wo soll der Blitz denn sonst gekommen sein? Na fein, du hast einen Vampir im Schattengeist gesucht. Was habe ich denn damit zu tun? Nur ja, ganz einfach. Ganz einfach, hätte Ustra in dem Moment aussprechen können. Aber er ist leider nicht bis zum Ende des Satzes gekommen. Du irrst dich aber sowas von, Gadab. Ich sehe, komme ich gerade noch rechtzeitig. Moment mal, solltest du nicht in der Zelle schmoren? Oh, ich habe euch ein Geschenk mitgebracht. Boah, oh verdammt, boah, Ronak. Boah, das macht mich immer wieder fertig, wenn ich das sehe. Du verdammtes Schwein. Ihr seid solche dreckigen Barbaren, der Verrat an den Elras eine Schande. Ich habe auch noch etwas für dich. Ihr abartigen Mörder. Dachte ich mir doch, dass mein Geschenk euch gefällt. Ihr habt doch nicht gedacht, euer kleines Gefängnis hält mich auf. Ich bin einer der Anführer der Elras. Der Teleport-Zauber hat mich hier rausgebracht. Ich wollte euch nur ausspionieren. Ich muss sagen, es hat mir Spaß gemacht. Die Gefangenen habe ich natürlich auch erledigt. Der Inhalt eurer Schatzkammer, den habe ich natürlich direkt im Meer versenkt. Man gönnt sich ja sonst... Nein, ich hätte mein Geld noch abholen sollen. Jetzt reicht's, euch machen wir fertig. Sag mal, lieber Ustra, ich denke, wir nehmen mal die Steintafel, die du freundlicherweise für uns zusammengesetzt hast. Und du tötest diese Typen. Was? Moment mal. Die hauen einfach ab. Oh je, verdammt nochmal. Naja, gut, dann erledige ich euch halt euch erst schnell. Ihr habt doch einen Zweck erfüllt. Ja, den Zettel im Magierzimmer, du hast es abgelegt. Natürlich war ich das. Das war ja schließlich auch mein Zauber, der euch vergiftet hat. Ich habe euch dann doch gleich noch diese dummen Tempelmagier abschlachten lassen. Die haben mich sowieso genervt. Das war ihre Strafe. Dafür habe ich euch gnädigerweise die Lebensrute zukommen lassen und... Na, du warst schon. Du hast uns nur benutzt. Als Pharao bin ich bedient, hier gewohnt bedient zu werden. Ihr solltet dankbar sein. Bereitet euch auf das Ende vor. Was, wieso kann ich die denn nicht benutzen, die Regenerationsangst? Ach, wahrscheinlich. Das klappt. Okay, dann ich hätte. Der Werwolf kann sich eh selbst buffen. Okay, dann los. Jetzt die Musik. Autsch. Okay, so, fangen wir mal an. Regeneration. Mhm. 700 Schaden, das geht aber besser. Was sind denn nochmal Wald des Lichts, Lichtresistenz? Gott, wir müssen schneller sein! Ja, noch ist er nett. Wir haben schon wieder kein Blut mehr. Los, Werwolf, fahr rein! Nein, kein Phantom! Pfui, böse! Okay, du bist sowieso fürs Buffen da. Nimm mal ein. Ah, ich hätte mir noch Heiliger Sand kaufen müssen. Okay, ich habe noch 16, das reicht mir. So, gib mal Blut, Jinnai. Ustra, was auch immer. Ah ja,
Er ist noch freundlich. Warte mal, du darfst mal nochmal Säure machen. Jawohl, 300 Blut. Zack. Ja, nehmt euch Blut. Los, nehmt euch Blut. Los, Blut. Wie viel hast du denn noch, Zünder? Gib mal. Nicht schon wieder, Phantom. Lass das. Ertrinken, was eigentlich trifft einen Gegner tot. Los, stirb, Jinai! Naja, dass das nicht klappt, hätte ich mir denken können. Wie wär's denn noch mit Regeneration auf dich? Aua! Moment mal, aua! Wie viel Blut hat er denn noch? Cool, wie viel Blut hast du denn? Nur her damit. Autsch, Moment, die bluten jetzt, glaube ich. Was ich aber wegen Regener nicht sehen kann. Und mal, was ist denn mit dem. Was ist mit dem Werwolf? Sollte der sich nicht irgendwie heilen oder so? Moment, blutet Asuka noch? Aua! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Moment, Moment, aua, Moment mal. Ist denn auf dem Werwolf noch Regeneration drauf? Walner, wir brauchen mal dringend irgendwelche Heilung oder so. Nein, nicht Spiegel, pfui! Moment. Moment, halt, Walner braucht mal irgendwie HP oder so. Weißt du, anstatt dass ich mal die teuren Tränke ausgib, die ich mir genau für so einen Kampf aufgehoben habe. Hat denn jeder Regener? Walner hat keinen Regener mehr. Oh ne, ist irgendjemand gelähmt? Nee. Okay. Ach, der hat ja Spiegel drauf. Ups. Moment, der hat ja Spiegel drauf. Spiegel. Ach, wie viel Blut hat der denn noch? Ja, 1000, Walner kriegt aber auch auf die Nuss. Hier, gib mir noch mal Blut. Tja, dass er nicht blutet, wundert mich jetzt nicht. Ich weiß nicht, wie lange es dauert, bis wir diese Säure immer nachbuffen müssen. Blut für den Pharao. Au, hör auf, mir Blut zu klauen! Ja, das kannst du mir gleich wieder zurückgegeben, von wegen Blut für den Pharao. Nicht schon wieder Spiegel! Aber Moment mal, der reflektiert Blutsaugen? Der reflektiert Blutsaugen? Was? Aber ich glaube, Walner hat kein Blut verloren. Aua, der Werwolf kippt gleich um. Heilpulver, oh, das ist so teuer. Oh.
Wir müssen wieder Schaden machen hier. Und schnell mal den Werwolf heilen. Blutflasche, wo ist denn was zum Hals 700? Der Werwolf regelt es alleine schon. Okay. Es läuft doch ganz gut. Naja, greif nur nochmal an. Wir müssen mal wieder Schaden machen. Los. Ha, na also. Das ist doch unmöglich. Du hast uns nur benutzt und uns vergiftet. Dafür büßt du jetzt. Wie konntet ihr nur so stark werden? Niemand benutzt uns. Oh, Walner wird erwachsen. So, und jetzt? Ustran, Schattengeister, wir haben keinen Bannstein. Schnell, lasst euch irgendwas einfallen. Was sollen wir denn machen? Verfluchter Mist. Ja, Glück gehabt, wa? Was ist denn jetzt passiert? Schattengeist ist wieder in seinen Körper zurück? Absolut unmöglich. Kann es sein? Tatsächlich, schaut mal. Na, was hat er denn da dabei gehabt, der Ustra? Ist es das, was ich denke? Er hatte anscheinend einen Bandstein dabei. Er wurde in seinen eigenen Bandstein verbannt, so eine Ironie. Ja, er wollte schließlich gewappnet sein. Wo sind die eigentlich alle hin? Ja, besser, wir schauen uns hier mal ein bisschen um. Ja, und den nehmen wir besser mal mit. Da steht er. Oh, Aaron, ich sollte dich sofort... Wer oder was ihr auch immer seid, haltet sie einfach auf. Asmos getötet und wollen den Rest der Menschheit vernichten. Ich muss mir zum ersten Mal eingestehen, dass ich dieser Aufgabe nicht gewachsen bin. Wo sind die denn hingegangen? Naja, der falsche Prophet erzählte was von der Höhle nördlich von hier. Vor langer Zeit war der Unterschlupf der Eldras. Da sind furchtbare Dinge passiert. Will ich überhaupt gar nicht aussprechen. Naja, die gucken wir uns mal an. Was hatte Jinnai eigentlich mit euch vor? Im Moment seines Sieges wollte er an uns seine Macht ausprobieren. Wir durften das Opfer sein. So. Ihr müsst die Eldras einfach nur aufhalten. Oh, sag das. Boah. Sag das mal meiner Klinge. Oh. Wir sind aber zu schwach. Dann wird die Welt zugrunde gehen. Kennst du nicht was uns helfen kann? Ja, es gibt da einen Schatzraum des Clans Nyria. Haltet gefälligst den Mund, es gibt Wichtigeres als euren Reichtum. Eine Schatzkammer so, wo ist die denn? In Burg Horan. Das Schloss außen umlaufen und dann an der Rückseite des Schlosses in die mittlere Einbuchtung in die Mauer rein. Rückseite von Schloss Horan, verstanden. Wie konntet ihr nur? Feind meines Feindes ist mein Freund, seid endlich still, ihr widert mich an. Es ist bald alles vorbei. Sag das. Ich danke euch. Lady Nyria, so macht mich doch frei. Ich hoffe, ihr verreckt hier. Wie konntet ihr nur die Tafel benutzen? Lady Nyria. Ich bete darum, dass ihr die Eldras aufhalten könnt. Sollte mein Leben enden, will ich nicht hier sterben. Nehmt noch das hier. Es ist alles, was ich euch noch geben kann. So schön im Vorbeilaufen. Da, nimm einfach. Ich will's nicht mehr. Wir schaffen das schon. Nochmal kurz umgedreht. Auf den Boden gespuckt und gegangen. Nyria! Frauen! Weißt du was, Aaron darf hier gerade mal eine Runde rumgammeln. Wir holen uns das Zeug aus Horan gleich mal. Und dann schauen wir uns mal die Leiche von Jinnai an und reden mal mit... Weiß gar nicht, soll ich ihn befreien? Dieser blöde Aaron, ey. Aber wenn ich ihn jetzt umlege, dann geht meine Menschlichkeit runter. Und ich bin, glaube ich, wirklich gerade so an der Grenze. Also wenn ich raten müsste, hätte ich vielleicht gerade so... Weiß nicht, einige Lügen haben mich schon...
Es könnte eng werden. Ach, ich weiß nicht. Naja, holen wir uns erstmal, was auch immer die in Horan versteckt haben. Na, was haben wir denn hier? Der geheime Schatzraum des Clans. Verschlossen, das Schloss sieht sehr kompliziert aus. Ja, das kann ruhig Level 3 sein, das habe ich gleich. Ist da noch was drin, was uns was noch was bringt? Ein Rezept und ein Speicherstein und die artefaktmäßigen Engelskrallen. Schaden gegen Untote. 290 Blutung, 2 Hand. Also ich meine, die haben zwar 100 weniger Angriff, aber die haben Licht als Element. Das könnte gegen die folgenden Gegner vielleicht helfen. Was ist denn das hier für ein Rezept? Ach, das ist das Rezept für den Kometen. Was? Ach, das ist das Rezept für den Kometen. Kriege ich den noch mal hin? Der kostet irgendwie 50 Seelen oder so. Ich habe nur 26. Ach, das ist das Rezept für den. Ist das eigentlich im Söldnerwald? Das ist nämlich genau das, was ich gedacht habe. Also ich glaube, damit er den neuen Ort mir einspeichert, habe ich noch einen Fluchttrank oder so. Ja, komm, einfach, weil ich es kann. Ich glaube, damit er mir diesen neuen Ort einspeichert, muss ich erst den vorherigen gelöscht haben. Ja, Aaron darf da ruhig ein bisschen rumgammeln. Der hat es schon verdient. Wir holen uns mal schnell. Ich glaube, ich brauche 50 Seelen. Und so, jetzt hat wenigstens Walner, Asker und Elaine haben jeweils dann den Kometen. Das wird doch so dann der Zauber sein, den ich hauptsächlich benutzen werde. Der kostet eine ganze Menge Blut, aber dann schaue ich mal, dass ich noch... Ich hätte mir die Blutrose früher holen sollen. 300 Blut auf die gesamte Gruppe. Hätte ich mir viel früher holen sollen. Okay, ich hol mir mal... Also ich müsste theoretisch ja auch noch Skills lernen. Aber das geht jetzt schon, das passt schon. Wir haben ja in diesem Enddungeon haben wir noch eine ganze Menge Seelen. Die wir theoretisch noch kriegen auf dem Weg nach unten. So könnte ich vor dem Endkampf mich nochmal buffen. Vielleicht... Also ich meine, ich überlege mir immer, was man diese Kämpfe her, wie die so von der Schwierigkeit sind. Aber es ist immer ein bisschen schwierig, weil man müsste so einen Schnitt zwischen allen Vampire's Dawn-Spielern machen. Weil nicht alle machen wirklich jede einzelne Quest und stehen dann auch am Schluss mit vollem Vampir-Equipment da. Und schon mit ganz guten Zaubern und so. Das machen halt nicht alle. Also ich meine, ich war jetzt zum Beispiel, das letzte Mal, als ich auf schwer gespielt habe, war ich, glaube ich, mit Level 70 oder 80 hier. Da wäre Ustra wahrscheinlich um einiges schwieriger gewesen. Aber für die Leute, die bis auf Level 99 leveln und so die beste Ausrüstung haben, die sollen hier auch schon Chancen haben. Also, da kommt schon noch der ein oder andere Kampf, der vielleicht noch schwer wird. Vielleicht. Je nachdem halt, welches Ende ich krieg. So, hier kriegt man ja relativ schnell Seelen. Ich müsste jetzt schon wahrscheinlich so 40 oder so haben. Das heißt, ich hole mir mal noch schnell die Kometen ran. Weil die sind wirklich gut. Die Kometen sind wirklich gut. Ich glaube auch, sie sind... Ich weiß gar nicht, welches Element die haben. Aber wenn ich raten müsste, wahrscheinlich Feuer... Wenn es Komet ist, ich meine, man braucht 3 Licht, 3 Schatten, 1 Eis und 3 Feuer, glaube ich. Jetzt sehe ich es ja sowieso gleich. Aber ich glaube nicht, dass ein Komet zum Beispiel jetzt Schatten als Element hat. Das heißt, es ist schon nützlich gegen alle. Vielleicht ist es ja auch einfach nur ein neutraler Schaden.
Und neutraler Schaden wird von Resistenzen ja immer gar nicht beeinflusst. Das ist genau das, was immer hilft. Was einfach immer hilft. Wir schauen jetzt mal schnell, wie viele Seelen ich habe. Ich will mich jetzt hier nicht Ewigkeiten aufhalten. Sondern ich will jetzt zumindest nur den... 56, das sollte reichen. Ach, der... Ach, Gott, Ronak. Das werden sie aber sowas von büßen. Der hat doch überhaupt nichts getan. Schnappen wir uns einfach die Elras. Ja, meine Schatzkammer haben sie auch leer gefegt. Oh. Ach, naja. Tja, was habe ich auch groß erwartet. Okay, hier scheint es ja wohl noch allen ganz gut zu gehen, oder? Ja, hier scheinen wohl alle in Ordnung zu sein. Habt ihr irgendwas gehört? Was? Nee, hier war alles ruhig. Er hat wohl nur Ronak und so angegriffen. Was, ein Angriff? Ja, verdammt, ihr seid hier, dass ihr uns beschützt. Bedauerlich, uns geht's gut. Tja, diese Söldnermentalität. Ha, was haben wir denn hier? Blutnektar. Hier da oben steht irgendwie der Söldner mir gerade im Weg. Blutnektar. So, habe ich denn noch genug Seelen für den Kometen? Ja, und genug Runen hatte ich auch noch. So, jetzt haben wir, jetzt hat die ganze Gruppe den Kometen. Das ist schon mal überhaupt nicht schlecht. Das soll mal unser Hauptschadenszauber sein. So, der Komet. Moment, wem habe ich den jetzt vorhin beigebracht? Nicht, dass ich den... Ich weiß gar nicht, der Asker. Ich weiß gar nicht, ob der den Komet nochmal lernen könnte, ob dann was passiert. So, hier sollen wir mal sein. Wir gehen jetzt dann da zurück auf den Tafelplatz und kümmern uns mal um Aaron. Noch keine Ahnung, was ich mit dem mache. Wenn ich ihn umbringe, wird es wahrscheinlich wirklich übel. Auf jeden Fall machen wir hier mal Schluss. Wir gehen zum Platz der Tafel zurück und dann langsam auch Richtung Ende. Und mal schauen, ob ich ihn... Ich muss ihn wahrscheinlich am Leben lassen, sonst kriege ich wahrscheinlich doch wieder das schlechte Ende. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sehen wir uns in der nächsten Runde wieder und kümmern uns dann langsam mal, aber sicher um das Ende. Liebe Leute, bis zum nächsten Mal.